Hallo, mein Name ist Maximilian Wolf. Ich bin Immobilienprojektentwickler und Investor. Und in meinem heutigen Video möchte ich dir mal aufzeigen, welche Möglichkeiten du hast, eine erfolgreiche Unternehmensstruktur sowohl investorenseitig wie vertriebsseitig aufzubauen. Let's go! Für mich ist in meinem Unternehmertum immer Skalierbarkeit ein ganz, ganz wichtiger Begriff und vertriebslastig. Ich bin vertriebslastig, ich komme aus dem Vertrieb. Diese zwei Bausteine bringe ich in mein Unternehmen ein und ich habe dir einmal aufgezeigt, wie du eine erfolgreiche Unternehmensstruktur aufbauen kannst. Beginnen tust du immer mit der Mutter GmbH. Das ist deine eigene GmbH, mit der du arbeitest, wo du haftungstechnisch abgeschottet bist. Und dann haben wir zwei Seiten. Wir haben die Kapitalseite und wir haben die Vertriebsseite. Du dockst hier auf der rechten Seite deine Tochter GmbH an. Ich habe hier angezeigt, die Tochter 100%, das ist die GmbH, in der wir eigene Deals abwickeln. Das heißt, wir haben hier volle Ertragsseite. Kapital ist immer eine wichtige Frage, deswegen machst du das über weitere Investoren, weitere GmbHs und skalierst das Ganze eben in den jeweiligen Assetklassen mit Investoren. Die Vertriebsseite ist dann die linke Seite. Du machst dir die erste Vertriebs GmbH auf. Ich habe auch in einem weiteren Video erzählt, warum ich als Investor mir eine eigene Maklerlinie unten aufgebaut habe. Zusammengefasst, weil ich meinen Vertrieb kontrolliere, aber auch, weil es als Ankaufspipeline funktioniert. Wenn du Lust hast, schau dir das Video gerne an. Und wenn du dann irgendwann die Skalierung hinbekommst und du möchtest in weitere Städte gehen, so wie ich in Augsburg und München, und wir planen aktuell weitere bundesweite Städte, dann machst du hier weitere GmbHs auf der Vertriebsseite ran. Und damit das alles vertriebslastig bleibt, holst du dir alle anderen Leistungen extern und die habe ich hier unten aufgezeigt. Architekt, Bank, Baufirmen, all diese kaufst du dir als extra Leistung an. Und wenn du das Modell so aufsetzt, bist du vertriebslastig, du bist skalierbar und kannst nun dein Unternehmen nach Belieben aufdrehen. Du kannst den Gashahn hochsetzen, kannst mehr Immobiliendeals abwickeln, aber auch mit der Sicherheit, dass du vertriebsseitig gut organisiert bist, was ja auch wichtig ist, weil Ankauf funktioniert nur, wenn auch verkauft wird und umgekehrt. Ich hoffe, ich habe dir in diesem Video weitergeholfen, mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie es von der Struktur her ausschauen könnte. Viel Spaß beim Umsetzen. Bis bald, dein Maximilian.